Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei PlayerUnknown's Battlegrounds mit dem Ingo Viva. Und mit dem Big Manner. So, genau. Ich markiere mal gleich eine Stelle. Wo kommen wir her? Wo wir fliegen? Von da unten. Ach, da. Nicht in der Militärbase, bitte. Da so, ich hab das Blaue. Ja. So, neue Runde, neues Glück. Genau. Bei unserem Glück ist das nur eine neue Runde. Aber okay. So, oh ja, das ist ja gut zum Abspielen. So. 3, 2, 1, go. Oh, da sind auch noch andere. Ich bin mal gespannt, also ob jetzt bei uns hier noch mehr Leute landen. Also ich habe ein paar gesehen, aber die könnten natürlich auch in der Mine da hinten oder so lang gucken. Ja, da sind noch welche. Ja. Jetzt heißt es, wer als erstes eine Waffe hat, oder was? Ja. Ach, du bist da an einem Fabrikgelände und ich bin an dem hier. Ich bin auch genau vor dir. Rucksack. Natürlich finde ich einen Rucksack, aber keine Waffe, oder was? Schutzweste, ja klar. Schutzweste und Rucksack, aber keine einzige Waffe. Na komm, scheiß drauf. So macht das Spiel Spaß schon wieder. Ich habe eine Armbrust. Hast du eine Armbrust? Kann doch nicht sein. Keine einzige Waffe. Noch nicht mal eine Pistole. Ich hab auch. Jetzt habe ich einen Revolver. Ja, geil. Mach hier einen. Ich glaube, bei mir im Haus ist einer drin. Echt? Ich weiß halt nicht, ob One-Shot mit Armbrust ist. Ja, Kopf, glaube ich. Na ja, gut, Kopf ist natürlich. Hier unten ist ein Rucksack, ich mach. Ach, du bist das Sohn. Nee, ich weiß es nicht, ob hier noch jemand ist. Da unten ist ein Level 2 Rucksack. Ich weiß nicht, was du hast. Wo denn? Hier bei mir. Stufe 2. Aber ein Helm ist geil. Warum hast du den nicht genommen? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Der war so dunkel. Okay. So, in welchem Gebäude warst du schon? In beiden. Auch in beiden, okay. Dann mal kurz gucken. Wir sind voll im Gebiet drin. Ja, aber wir müssen Häuser. In der Fabrikhalle warst du schon in der großen? Nein, da war ich ja gar nicht. Okay, dann lass uns da mal. Oh, da werden wahrscheinlich Leute gewesen sein. Alter, wird auf jeden Fall ein bisschen geballert, ne? Also ein bisschen wird hier geballert. Das ist eine Sichel. Da ist ein Auto. Ein Strandbuggy, was da herfährt. Ah, doch, in der Fabrik sind welche. Die werden auch schon Waffen haben dann. Ja. Scheiße. Wo können wir noch hingehen? Oh, wir müssen wirklich weiter nach unten, also da in die Richtung. Das Problem ist, da läuft er, guck. Siehst du den? Aber ich weiß nicht, wie weit man damit schießen kann. Ja gut, dann lass uns mal in die Richtung gehen, wo ich markiert habe. Da. Alter Schwede. Ist natürlich für einen Start jetzt richtig, richtig, richtig scheiße. Keine richtigen Waffen. Nee, aber genau. Wir haben auch keine gute Ausrüstung, also die werden nicht viel von uns bekommen, sag ich mal so. Das wenn stimmt. Wir können höchstens auf Hilfe gehen, nur also auf Suche gehen jetzt. Hier oben. Ich habe kein Verbandzeug, ich habe nichts. Nee. Richtig scheiße, ey. Naja gut, gibt auch mal solche Starts, wo man fast gar nichts hat. Ja, manchmal hat man echt Pech. Aber ich hatte erst gar keine Waffe, ne? Ey, ein Haus und dann nur so ein blöder Revolver und dann nichts mehr. Dafür ein Level 2 Rucksack und eine Stufe 2 Schutzweste. Das geht. Ja. Das stimmt. Da vor uns sind Häuser, ne? Ja. Das sind die. Ja, da wollte ich auch. Aber da werden wahrscheinlich Schüsse gewesen sein. Deshalb.
Da hinten ist ein Strandbuggy, rechts von uns. Ja, ich denke mal, wenn das Haus jetzt hier frei sein sollte. Oh, das kann Paket, ey. Ja, da hinten aber. In das Haus rein. Wie gesagt, ich habe nur eine Armbrust, aber ich gehe vor. Unten ist nichts. Hier ist auch nichts. Was ist denn? Mantel, kannst du ruhig nehmen. Ja, das war's. Warte, okay. Dann geh durch. Dann gehen wir mal in die Häuser da unten. Komm, komm, komm. Go, go. GameStop, go, go. Da, 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 bam, bam, bam. Go, go, GameStop, go, go. Okay. Also Aufsätze, die habe ich jetzt hier, aber... Ach, hier ist eine AK, nice. Ich habe hier auch nochmal einen Aufsatz, wenn... Eine Schrotflinte. Besser als gar nichts, würde ich sagen. Das stimmt, hier ist noch ein Helm. Gut, ich gucke noch in meinem Haus ein bisschen. Okay. So, fuck. Kurz mal ausrüsten, aber geht ja nicht. Ein größeres Magazin. Mündungsfeuer brauche ich auch nicht. Pistolen, Dingsbums habe ich auch nicht. Also ich habe, wie gesagt, schnell ein Magazin für Pistole. Ich weiß ja, halt nur ich nicht. Ich habe aber so ein Revolver-Dings, das ist hier für das nicht. Okay. Deshalb, ich habe jetzt nur eine Schrotflinte und die Pistole. Es wäre eigentlich mal schön, trotzdem noch ein Gewehr für Weitschuss, ne? Da sind Spieler. Wo? Der eine geht ins Auto gerade rein. Ja, die sind im Nachbardings. Nee. So, warte. Ich versuche mal zu dir zu kommen, ne? Ich habe jetzt eine Shotgun und AK. Nice, ich habe eine Shotgun und eine Pistole. Ich komme zu dir. Nicht erschrecken. Helm. Auch Granate. Hat mir schon ordentlich mal das Leben gerettet. Wir sind eigentlich mittig. Normalerweise können wir hier bleiben, aber wir sind halt zu schlecht ausgerüstet. Warst du schon in einem kleinen Häuschen daneben? Warte, in dem anderen? Nee, nur das größere Häuschen. Also daneben hier, das, was da ist, wo ich hingucke. Achso, nee, da war ich noch nicht drin. Ey, wo welchen warst du denn dann? In dem daneben, in dem roten. Was jetzt genau gegenüber von uns ist. Jetzt meine ich doch. Achso, da war ich drin, ja. Ich habe gedacht, das kleine Häuschen, das kleine. Nee. Hast du Visier auf der AK? Nein. Ja, ich habe welche. Okay. Geh da rein. Hier ist nochmal ein Rucksack. Warte, ich leg dir mal Rotpunkt. Ja, ich habe nur Rotpunkt-Visier. Gut. Was brauchst du? Kompensator habe ich, Schnellmagazin und vertikaler Handgriff. Ich weiß nicht, was für die Shotgun und für die R1-18 ist. Ich glaube gar nichts von beiden. Oh, ich leg dir mal alles mal hin. Die Bolzen brauche ich auch nicht mehr. So. Kompensator kann ich nicht gebrauchen. Vertikaler Angriff kann ich nicht gebrauchen. Warte mal, haben wir eigentlich Medikits? Ne, ich habe nur einen Erste-Hilfe-Koffer. Ich auch. Nur einen Erste-Hilfe. Ne, kann ich gar nichts gebrauchen von dem. Okay. So. Dann würde ich sagen, wir lassen bleiben erstmal hier drin. Ich brauche Waffen, ey. Das ist hier mittig. Ja, das ist mittig. Sehr schön. Ich brauche trotzdem, eigentlich bräuchte ich eine Waffe, aber wenn wir Leute sehen, die töten würden, wäre schon geil. Da ich nur 10 Schuss für die Shotgun habe und 16 Schuss für den Revolver. Ja, da habe ich eine Flash. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir noch anders hingehen sollen, weil das ist eigentlich jetzt hier perfekt. Gerade ja. So lange, genau, bis die Zone bei uns ist. Das dauert jetzt. Das dauert.
könnte es eigentlich schneiden, ne? Man kann sich auch mit STRG kann man langsam laufen, aber richtig. Das ist wohl gut, wenn man nicht so doll steppen möchte. Und was wohl noch geht, das habe ich jetzt letztens von Moondyne gesehen, ist, wenn du mit einer AK den Burst hast, also nur drauf schießen, ne? Und dann während des Schießens dich hinlegst, ist im Moment noch nicht gefixt, also ich weiß nicht, ob es schon gefixt ist, ich glaube aber noch nicht. Das heißt, du hast eine 100%ige Trefferquote, wenn du natürlich ihn triffst dann, ne? Also Ja, klar. Zielgenauigkeit, wenn du dich gleichzeitig während des Schießens hinlegst. Okay. Weil, Nice. wenn du so liegst, ganz normal, jetzt kann ich mich irgendwie nicht hinlegen, ach, weil amerikanische Tastatur wieder ist, dann ist wohl eine Genauigkeit von, ne? Cool. Ja, gut zu wissen, solche Sachen. Ja, so, das sind halt so Tricks, die man ja immer wieder lernt bei solchen Spielen. Aber ich habe wieder amerikanische Tastatur. Ich weiß nicht, wie man das umstellt, ey. Ich glaube, Alt und nicht Strong, sondern Shift gleichzeitig drücken. Einmal. So, zack, zack. Ja, sehr gut. Das kommt halt immer dadurch, wenn man rennt, Shift drückt, dann Alt drückt und sich Ah, umgucken okay. möchte. Daher kommt das. Boah, ich, wenn hier jemand die Tür reingeht, ich baller den so mit der Schrotflinte weg, ey. Alter Schwede. So, jetzt kommt die Zone. Mal gucken, wo es jetzt gleich hingeht. Aber wie gesagt, auch wenn jetzt die kleiner wird und wir sind immer noch im Radius drin, trotzdem würde ich sagen, wir gucken, woanders noch lag, Ja, weil wie weil gesagt, wir wir brauchen brauchen Waffen. echt Wir sind scheiße am ausgerüstet. besten, ja, kommt auch an, wo die jetzt gleich hingeht, aber ich habe schon mal markiert. Aber von der Rüstung her bin ich gut. Ich habe einmal Level 2er Rucksack, Level 2er Schutzweste und Level 3er Jo, Helm. ist okay, wir können los. Okay. Dann ist man noch angespannter, weil man weiß. Auto. Ich habe einmal gehittet. Tot. Sehr schön, mal gucken. Hat er Waffen dabei? Was Nein. Besseres? Ne, Warte mal. der hat selbst nichts Gutes dabei, ey. So, die Kaliber-Dinger nehme ich mir. Fuck, wo ist mein Helm? Ich habe meinen Helm aus Versehen ausgezogen, da. Erste Hilfe Crossfire, der einzige muss mich heilen. Mach das. Oh, der hat selbst keine gute Ausrüstung, der Sack. Wieder ein Auto. Ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Ausgestiegen. Er kommt. Warte mal, hat er uns nicht gesehen? Warte mal. Er kommt. Warte. Lass hinter's, genau. Lass dahinter gehen. Hier hinter gehen. Hier hinter gehen, Boy. Hinter die Dings. Mal gucken. Motorrad. Geht ins Haus rein, der Typ. Ich folge ihm leise. Leise, STRG, der hat dich schon gehört. Der hat nicht geschossen, der Typ, ey. Ja, manchmal ist das so ganz, ganz, Mann! ganz, ganz komisch, ey. Wieso schießt der denn einmal einen Schuss? Ich habe fünf Dinger, ne? Einmal pam pam. Können Fünfer wir mal einen Schuss. fortschießen? Weil ich hab den gesehen, ich hatte mir gesagt, ach komm, lass ihn erstmal ins Haus rein, glaube ich, verfolge ihn jetzt gleich. So, wir haben jetzt Fuck. fast 15 Minuten. Sollen wir sagen, okay, oder? Jo. Okay, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Planet 9 Battlegrounds mit dem Ingo Viva. Und mit dem Big Mana. Bis denn. Tschüss. Tschö.